Schimanek von der FPÖ an Bord. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Minister, werte Kolleginnen, Hohes Haus. Ja, die Kolleginnen Wurm und Schittenhelm haben uns hier einen Antrag eingebracht zur Unterstützung der UN-Kampagne He4She. Und ich muss sagen, diesen No-Nah-Antrag kann ich leider in der Form natürlich nicht unterstützen. Wir haben ja das im Ausschuss auch schon besprochen. Ich gebe zu, dass in vielen Teilen der Welt natürlich unterschiedliche Formen von Diskriminierungen der Frauen bestehen. Blicken wir nach Indien oder in vielen muslimischen Staaten, wo Frauen unterdrückt, vergewaltigt und gequält werden. Na, selbstverständlich gehört hier eine Unterstützung her. Ich weiß auch, die Kollegin Aslan hat ja in der gleichen Tonität wie ich diesen Antrag abgelehnt. Sie werden ihm zustimmen. Wir haben ihn abgelehnt, weil ich so eine halbherzige Geschichte nicht unterstützen möchte. Diese UN-Kampagne fordert Männer auf, im Internet Frauenanliegen zu unterstützen. Diese Kampagne gibt es jetzt bereits ein Jahr und hat zum Ziel, 1 Million Unterschriften bis zum 5. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu bekommen. Nun, heute sind 306.000 Unterschriften auf dieser UN-Kampagne verzeichnet. Und ich muss sagen, mir ist das zu wenig. Und ich glaube auch, diese Kampagne geht in die falsche Richtung. Denn hier geben Feministinnen zu, dass sie natürlich auch die Männer brauchen, um ihre Anliegen zu unterstützen. Wir brauchen in Österreich eine Frauenpolitik mit Herz und Verstand, und die fehlt mir. Wir haben in unserem Ausschuss, im Gleichbehandlungsausschuss, viele wichtige, richtige Anträge liegen, die nicht behandelt werden. Und im letzten Ausschuss, Frau Minister, auch diesen Vorwurf kann ich Ihnen jetzt da nicht ersparen, haben wir den Ausschuss nur deshalb zusammengebracht, weil wir Oppositionsanträge auf die Tagesordnung gebracht haben. Und ich sage schon, hier fehlt mir wirklich auch Ihrerseits mehr Engagement, mehr Einsatz für die Frauen. Seit Sie mit Bildung beschäftigt sind, es tut mir leid, das muss ich jetzt wirklich sagen, passiert jetzt frauenpolitisch in Österreich gar nichts. Wir sind jetzt 500 Tage Regierung und wir haben von Ihnen nicht eine einzige Regierungsvorlage bekommen. Deshalb auch diesen Antrag von mir nicht mit zu unterstützen. Hätten wir sehr viel mehr. Ich habe Ihnen auch heute sehr gut zugehört, was Sie bei der Bildung gesagt haben. Und Sie haben gesagt, Sie laden uns zur Zusammenarbeit ein. Gerne. Ich werde dieses Angebot gerne annehmen. Von mir liegen sehr viele wichtige und richtige Anträge im Ausschuss. Und ich hoffe, wir kommen auch hier mal einen Schritt weiter. Nur ich fürchte, mir fehlt der Glaube, dass da wirklich was weiterkommt. Argumentierte Carmen Schimanek, die Frauensprecherin der FPÖ, und als nächste Frauensprecherin